Oh mein Gott, so viel Text! Michael! Hallo Leute, da habe ich immer mal wieder welche Fragen, wie schaffst du es immer als Schauspieler so viel Text auswendig zu lernen, habe ich beschlossen, einmal dieses Video zu machen für alle, damit ich das einmal erzähle, wie ich zum Beispiel Text auswendig lerne. Das ist gar nicht mal eben immer so, wie man das denkt. Man kommt zu einem Auftritt oder zu einer Aufführung und sieht sich das Stück an und denkt, ja, das hat er ja mal eben so schnell gelernt. Also das ist nicht der Fall. Es ist natürlich sehr unterschiedlich von Schauspieler zu Schauspieler. Es gibt zum Beispiel die Kollegen, die sich das einmal angucken, dann können die das sofort runterplappern und dann nach dem Dreh ist das wieder weg und so. Aber das geht auf der Bühne halt oft nicht. Und da muss der Text halt sitzen und gerade wenn man das Stück öfter spielt, gut, wenn man das länger spielt, dann ist das irgendwann auch drin. Aber die Zeit davor, ich habe das tatsächlich auch schon manchmal gehabt, dass Leute erwartet haben, die haben mir einen Text geschickt einen Tag vorher und dachten, ich kann das am nächsten Tag und meinten, ja, du bist doch Schauspieler, du kannst es doch. Also so einen richtig langen Text. Nee, das ist nicht so. Die Vorbereitungszeit gehört definitiv zu dem Auftritt dazu. Ich mache das zum Beispiel so. Ich bin eher so der praktisch veranlagte Textlerner. Am besten kann ich es, wenn ich spiele, weil ich das, was ich mache auf der Bühne, das verbinde ich mit dem, was ich sage. Und ich weiß genau, was ich gerade mache, während ich was sage. Dann geht das besser bei mir rein. Also bei mir ist Learning by Doing. Das heißt, wenn ich das oft genug mache, dann brauche ich den eigentlich gar nicht lernen, weil dann sitzt der irgendwann. Sprich, wenn wir zum Beispiel in dem Musicalverein, in dem ich gespielt habe, Musical Company, da haben wir immer fast ein Jahr, dreiviertel Jahr Proben gehabt. Den musste ich nie auswendig lernen, weil da haben wir uns immer wieder getroffen und da sind die Texte durchgegangen und irgendwann saß der alleine. Das geht aber im professionellen Bereich oft nicht. Jetzt zum Beispiel beim Zauberschloss haben wir anderthalb Wochen vorher Proben. Könnt ihr hier anklicken. Und da muss man natürlich zur ersten Probe schon den Text können. So, ja. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich, weil ich ja der praktisch veranlagte Mensch bin, dass ich mir den Text vorher aufspreche, die Songs, die ich singe, auch einsinge, beziehungsweise manchmal bekommt man auch Material, und nehme mir das in der richtigen Reihenfolge auf und dann höre ich es immer, egal, wenn ich in der Bahn sitze, höre ich es, manchmal auch zum Einschlafen oder auch beim Autofahren ganz viel, wenn ich weit fahre, außer ich nehme Leute mit, denen will ich das nicht antun, dann höre ich das immer und dann kommt es erstmal ganz automatisch irgendwie in mich rein. Und durch die viele Routine, auch beim Duschen und so weiter, wenn die Texte so ein bisschen sitzen, dass ich das immer wieder durchgehe. Also diesen Tipp kann ich geben, das immer wieder durchgehen. Also ihr müsst selber für euch rausfinden, was für ein Lerntyp ihr seid, aber probiert ruhig mal alles aus. Ne? Ich kenne auch Schauspieler, die lernen das alles einfach auswendig, so erstmal. Die lernen diese ganzen langen Monologe einfach, sitzen da mit ihrem Stück Papier und lernen es auswendig. Aber die können das dann auch sehr gut. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die frage ich dann immer über WhatsApp quasi ab. Also wir telefonieren und sie hat mir über WhatsApp den Text geschickt und dann liest sie den oder quasi auswendig sagt sie ihn auf und ich lese den mit. Und sag immer, wenn was nicht stimmt, aber ich merke zum Beispiel bei ihr, sie ist sehr, sehr schnell, ich muss ihr nur einmal was sagen in einem ganz langen Monolog und beim nächsten Mal, wenn wir das wieder durchgehen, dann kann sie das. Ja, das sind die unterschiedlichen Lerntypen. Also probiert es einfach mal aus, ich kann nur die Tipps geben, einmal mit dem Aufnehmen, das klappt bei mir halt wunderbar und einmal auch mit dem blockweise auswendig lernen. Das funktioniert bei mir zwar auch, wenn ich erstmal, den Tipp kann ich auch noch geben, dass das mache ich immer noch zusätzlich. Ich lese einen Satz, dann sage ich den Satz, also lege ich weg, sage den Satz. Dann mache ich immer einen Satz dazu. Und dann sage ich das und immer wenn es nicht funktioniert, dann fange ich wieder von vorne an. Und dann immer einen Satz, Satz für Satz. Das mache ich tatsächlich zusätzlich zu dem, was ich höre. Also ihr merkt, Text lernen ist nicht für jeden einfach. Natürlich gibt es auch ganz andere, die lesen einmal einen Text, die haben fotografisches Gedächtnis und die können das unglaublich schnell sprechen. Aber es gibt auch andere. Also wenn ihr Probleme damit habt, versucht mal meine Methode. Bei mir funktioniert sie unglaublich gut. Also immer wieder hören, 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 selber aufsprechen, hören, hören, hören. Immer mal unter der Dusche, immer wiedergeben und so. Und dann zusätzlich immer nochmal die langen Sachen blockweise, satzweise immer. Das sind meine
Tipps zum Text auswendig lernen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr denn so Texte auswendig lernt, wenn ihr das mal tun solltet oder müsst. Dann interessiert mich sehr, was ihr für eine Lernmethode habt. Schreibt mir auch mal unten rein, wenn euch das hier irgendwas gebracht hat. Meine Tipps, das interessiert mich auch ganz blendend. Und ja, hier könnt ihr draufklicken, wenn ihr mich live sehen wollt. Meine gerade aktuelle, zu diesem Zeitpunkt aktuelle Aufführung. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Euer Gliche.